Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Ingo. Und Ingo ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ich sehe dich im Fernsehen. Ja, der hallo. Knaller. Ja, gestern war das Thema Geiz. Ich bin da relativ schnell durchgekommen, also nach dem sechsten Anruf. Ja. Und ich sag mal, ich bin Lebenskünstler. Ich lebe eigentlich, sag ich mal, von anderer Leute Abfall, ohne jemandem was wegzunehmen. Ne? Du lebst von anderer Leute Abfall? Ach. Ja, Sperrmüll und so. Und da lebe ich sehr gut von. Ne? Also du hast keine Arbeit? Nein, ich bin... nicht mehr mit Arbeit, ich bin mittlerweile Frührentner. Du bist Frührentner, das heißt, du bekommst aber ein bisschen Rente, Geld vom Staat. Ja, ich meine, die Miete muss ich schon bezahlen. Ja. Ne? Und ab und zu muss ich mir auch schon mal was zu essen kaufen. Wenn ich aber fragen darf, wie hoch ist die Rente? Oh, im Kopf, also das waren damals in D-Mark 1200 Mark. Naja, ist ja schon ganz okay. Ja, ich bin damit prima zurechtgekommen, ja. Also aber reicht mir gut genug, ja. Ja, aber... So Anschaffungen und Dinge, die du haben möchtest? Gibt's bei mir eigentlich äußerst selten. Habe ich auch kein Bedürfnis nach. Es sei denn, wenn du das Bedürfnis hast, dann holst du dir das quasi aus dem Müll oder aus dem Sperrgut, aus den Abfällen. Ja, ich meine, man muss Geduld haben. Wenn ich jetzt einen Wunsch habe, ein Bedürfnis, irgendwas zu haben, muss ich nicht unbedingt heute oder morgen haben. Ja. Ich habe zum Beispiel ungefähr jahrelang darauf gewartet, ich wollte eine Spülmaschine haben, eine ganz bestimmte. Ich meine, da ist der Fall, die habe ich mir dann neu gekauft, aber auch im super Sonderangebot für die Hälfte vom üblichen Preis. Ja, gut. Aber das ist ein Neukauf, das ist nichts mit Sperrmüll. Was holst du dir denn vom Sperrmüll? Ja, meine Waschmaschine, die ich habe, die habe ich vom Sperrmüll, die davor, die habe ich auch vom Sperrmüll. Ich habe eine neue Waschmaschine gekauft, die war auch kaputt, die habe ich mir selber repariert. Die hat eine Firma nicht repariert gekriegt. Die haben einmal einen Kundendienst kommen lassen, der hat richtig Geld genommen und die haben was ganz anderes repariert, was nicht kaputt war. Ja. Ich habe mich damit beschäftigt, habe die repariert und bin zufrieden. Mhm. Wunderbar. Mhm. Sag mal noch ein paar Beispiele, was du dir vom Sperrmüll holst. Ja. Ich habe mir noch nie ein Möbelstück gekauft. Meine Möbel sind entweder selbst gebaut oder auch von anderen Leuten. Mhm. Ich habe eine Einbauküche, die ist vom Sperrmüll. Also das waren Kleiderschränke und so, Eiche furniert. Ich habe da Marmorplatten in der Arbeitsfläche, die richtig schön aussehen. Und die hast du auch gefunden, da auf der Straße quasi? Das ist alles, da hat mich nicht ein Scharnier nichts, das ist alles abgeschraubt oder so, vom was sonst in den Müll gegangen wäre. Du gehst dann so von Haus zu Haus, wenn die Sachen draußen vor der Tür stehen und guckst, ob irgendwas passt, ob dir irgendwas gefällt. Ja, was ich gebrauchen kann, das kann man dafür nehmen, das kann ich dafür auf Lager legen oder so und so geht das. Ne? Ja. Wie ist es so mit Zeug? Ja, bitte? Ja, dann lege ich mir das Zeug dahin, ne? Und ich weiß, dass ich das da gebrauchen kann. Ich habe auch immer irgendwie Material liegen, wenn ich was brauche oder so. Ist ganz selten, dass ich mir mal was kaufe. Das ist meistens höchstens elektronische Ersatzteile, aber dann auch nur bestimmte, weil ich da auch viele Ersatzteile aus dem Schrott auslöte oder so. Ja. Ich habe mir noch nie einen neuen Fernseher gekauft. Den, wo ich dich jetzt sehe, den habe ich mal geschenkt bekommen. Dann habe ich einen anderen Fernseher, ja, Videorekorder habe ich auch, mehrere. Ich habe gar keine Zeit, die alle zu reparieren. Ich brauche es auch nicht unbedingt. Auch Stereoanlagen, all so ein Zeug. Alles vom Sperrmüll? Ja, alles Sperrmüll, Elektroschrott, geschenkt, weil kaputt, also bevor. Aber das heißt ja, dass das nicht alles so schön toll an der Straße steht, sondern du tüftelst da noch dran rum, an den Sachen. Ja, klar, ich repariere vieles. Ja. Manche Sachen, es gibt manchmal auch die Glücksfälle, dass die Leute was rausschmeißen, einfach weil sie keinen Platz haben oder weil sie einfach nicht in der Lage sind, das zu bedienen, damit nicht zurechtkommen oder so. Wie ist es denn mit Klamotten? Kaufst du dir Klamotten? Nö, warum sollte ich? Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe genug Klamotten. Und ich habe so 60 Paar Schuhe, die sind auch alle vom Müll, da ist nicht ein Paar gekauft. Ich habe mit 17 Jahren das letzte Mal Schuhe gekauft. Ach, 20 Jahre her. Das ist ja verrückt. Heute bist du 39. Mit 17 Jahren das letzte Mal die Schuhe gekauft. Da war ich im Kinderheim und da habe ich mir vom Kindergeld im Heim habe ich mir damals Schuhe gekauft, weil ich das letzte Mal.
Das heißt, da musst du doch eigentlich ganz gut sogar auskommen. Du hast deine kleine Rente. Ja. Dafür kannst du dir, was kaufst du dir dafür? Gut, die Miete geht dafür drauf. Und was Essen wahrscheinlich. Ja. Und die restlichen Dinge, die besorgst du dir eben auf dem Wege, den du gerade beschrieben hast. Ja, es gibt Sachen, die finde ich nicht. Ich habe mir mal ein Auto gekauft, das habe ich mir aber auch billig gekauft und habe das dann 10 Jahre selber durch den TÜV gefahren. Ja. War aber schon 10 Jahre alt, als ich es gekauft habe. Ja. Aber bevor ich so eine Werkstatt stelle, lege ich mich drunter und schmeiße es selber. Ne? Telefonieren wir gerade über ein Festnetz mit dir oder mobil? Ich habe leider kein Festnetz. Das habe ich 1993 abgemeldet, weil ich damals in eine Ausbildung gegangen bin. Mhm. Und dann nur meine Wohnung beibehalten habe, wegen eben meinem Eigentum. Ja, also du hast ein Mobiltelefon. Ja, das aber übrigens auch aus dem Elektroschrott mit Ladegerät. Das Einzige, was gekauft ist, die Karte da drin. Ach. Und die lade ich auch und, nur. Und das wollte ich gerade sagen. Du findest doch im Sperrmüll kein Mobiltelefon. Doch, nein, nicht im Sperrmüll. Im Sperrmüll findest du sowas auch vielleicht. Ich meine, mittlerweile sind die Zeiten natürlich härter geworden. Seitdem die Ostgrenzen sind, sind so viele Leute unterwegs. Da ist, ich bin vor 20 Jahren schon auf Sperrmüll gegangen. Da habe ich viel bessere Sachen gefunden. Ne? Ja, wie hast du das jetzt bekommen? Das Telefon hier, das habe ich aus dem Elektroschrott. Das ist eine gezielte Elektroentsorgung für Elektroschrott. Aber ich habe auch noch ich habe noch einen ganzen Schuhkarton voll Handys. Das sind alles alte Dinger, die ich geschenkt bekommen habe oder so. Mein erstes Handy, das war ein kaputtes, das habe ich von einem Studenten geschenkt bekommen. Das wäre sonst sowieso im Schrott gegangen. Das habe ich repariert, der hatte danach nicht mehr richtig geguckt. Ne? Also man muss erfinderisch sein. Ja, okay, ich habe mich von Kind an mit so elektrotechnischen oder technischen Sachen aller Art beschäftigt und habe daher ein unheimlich hohes technisches Allgemeinwissen. Mhm. Und habe später auch eine Ausbildung in Elektronik gemacht. Ja. Warum bist du mit 39 schon Frührentner? Ja, weil ich eben so, also jetzt nicht wegen dem Wohlstand oder so, aber ich habe immer soziale Schwierigkeiten mit anderen Menschen gehabt, einsam und dadurch auch Depressionen, Schlafstörungen, viel innere Unruhe und so. Deshalb wird man schon Rentner? Ja, ich weiß nicht ganz genau, was da im Gutachten steht, so, ne? Ja. Na gut, das ist aber habe ich auch mich gewundert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Rentner werde, muss ich auch ehrlich sagen. Ne? Aber du fühlst dich wohl, das Leben, was du hast? Doch, ich habe immer Beschäftigung. Kommst gut über die Runden? Ja, was ich natürlich mache, ich helfe vielen anderen Leuten, aber da bin ich nicht geizig, da bin ich sehr freigebig. Ja, ich würde das auch nicht unter Geiz auflisten, wie du lebst, sondern... Ist ja fast schon pfiffig. Lebenskünstler oder was? Ja, Lebenskünstler, genau, wie du es auch sagtest am Anfang. Ja, zum Beispiel wegen Kleider. Also Schuhe, sagte ich jetzt. Klamotten. Ich habe, was ich mir mal gekauft habe, das letzte Mal waren vielleicht Unterhosen oder Socken. Mhm. War das auch schon Jahre her. Mhm. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich von einem Freund einen ganzen Sack voll Socken gekriegt und da habe ich erstmal reicht. Ja. Dann habe ich mir Nähen auf eine Nähmaschine selber beigebracht, schon mit 14. Das war eine Nähmaschine, die hat ein Erzieher im Heim weggeschmissen, die habe ich mir repariert. Habe ich mir den Flicken an der Hose angeguckt und habe es nachgemacht. Also, du kommst rundherum. Wenn ich zu eng, dann nähe ich einen Keil rein. Du kommst rundherum so gut über die Runden. Ja, klar. Ja, interessant. Das war interessant. Ich habe auch schon mal eine Gesprächspartnerin gehabt, die überhaupt kein Geld besitzt und dennoch gutes Leben kommt. Das ist dann eine Nummer noch krasser und noch komplizierter. Gibt's aber auch und funktionierte bei der Frau auch ganz gut. Bei dir funktioniert es auch gut. Es gibt da sowas, es nennt sich Tauschring. Genau, einer hilft dem einen und der andere hilft dafür zurück. Das gibt's auch. Lieber Ingo, danke für deinen Anruf. Mhm. Das war interessant. Ich wünsche alles Gute. Ja. Und bleibe ein guter Lebenskünstler. Ja, werde ich wohl bleiben, denke ich mal. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. 0800 5678 111. Das ist unsere Nummer und die hat auch Willi gewählt. Willi ist 38, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Willi, um was geht's? Ja, ich wollte mit dir reden über selbst zugefügte Verletzungen. Mhm. Die du dir, also wir sprechen über dich. Ja. Ja. Du fügst dir selbst Verletzungen zu. Ja. Welcher Art? In der Hauptsache ziehe ich mir die Haut von den Fersen. Du ziehst dir die Haut ab von den Fersen? Ja. Großflächig? Große Stücke? Ja, also fast die komplette Ferse. Wie macht man das? Da muss man doch erstmal schneiden, damit man die löst. Ja, also ich nehme zum Teil ein Messer zur Hilfe, um die Haut zu lösen oder mit den Fingernägeln zu lange pickeln, bis das... Nun ist an den Fersen ja oft Hornhaut. Ja. Wie dick ist die Haut, die du abziehst von den Fersen? Das geht bis aufs Fleisch runter.
Hast du das im Moment, ist das auch so der Fall bei dir? Ja. Von beiden Füßen? Von beiden Füßen, ja. Das heißt doch, dass du kaum gehen kannst oder beim Gehen dann erhebliche Schmerzen hast. Richtig. Das hält so 3 Tage in etwa an. Dann hat sich neue Hautschicht gebildet. Ja, in diesen 3 Tagen kannst du keine Schuhe anziehen. Das geht schon. Aber es ist blutig. Es ist blutig, es schmerzt. Und wenn man ein paar hundert Meter gegangen ist, dann lässt der Schmerz dann auch wieder nach. Weil man sich irgendwie schon dran gewöhnt hat dann. Ja, ja. Du bist 38, habe ich gerade in der Begrüßung gesagt. Mhm. Wie lange praktizierst du das schon? Also die Selbstverletzungen mache ich eigentlich als kleines Kind schon. Allerdings mit den Fersen seit gut 10, 11 Jahren. So lange schon? Ja. Und vorher habe ich halt Schienbeine oder Arme oder so mir Wunden zugefügt, beziehungsweise bestehende Wunden geöffnet. Machst du das heute auch noch oder konzentriert sich das hauptsächlich auf die Fersen? Also wenn ich an den Fersen mal nicht mehr Haut abziehen kann, dann kann es schon mal passieren, dass ich mir auch Narben an den Beinen öffne. Also Narben an den Beinen wieder aufmachst. Ja. Wie machst du die Narben dann auf? Ja, mit einem Messer. Mit einem Messer? Ja. Ist es da schon im Laufe der Jahre zu Infektionen mal gekommen? Nein. Nee, hatte ich noch nie. Was ja erstaunlich ist. Du desinfizierst ja wahrscheinlich das Messer nicht großartig. Nee. Ist es ein ganz normales Küchenmesser? Nee, das ist ein Klappmesser. Ein Klappmesser. Das eine besonders scharfe Spitze hat. Wie kamst du auf die Idee, diese Haut, deine Haut von den Fersen, gerade von den Fersen, wie kamst du auf diese Körperregion, doch die Haut dir abzuziehen? Das war Zufall damals. Ich hatte schlechte Schuhe an und habe mir Blasen gelaufen. Und so habe ich vor 10, 11 Jahren angefangen, mir die Blasen zu öffnen, die Haut abzuziehen, und seither ziehe ich mir eigentlich regelmäßig die Haut ab. Ich bin jetzt aufgrund dessen, weil es in der letzten Zeit sehr, sehr stark Überhand genommen hat, zu einem Psychiater gegangen. Und das läuft jetzt einiges an. Ja, das heißt, also diese psychiatrische Behandlung ist noch relativ neu. In all den Jahren vorher hast du gar keine Hilfe gesucht, geschweige denn in Anspruch genommen. Doch, ich war schon seit längerem in Therapie, allerdings zu feige, um dem Therapeuten damals den vollen Umfang zu sagen. Ich hatte nie den Mut gehabt. Dann ist die Therapie natürlich auch sinnlos, ne, wenn der das nicht richtig weiß. In welchen Situationen greifst du deinen Körper doch so massiv an? Darüber habe ich mir lange auch Gedanken gemacht, weil eigentlich mache ich es ja schon als Kind. Und ich sehe es heute so, es ist keine bewusste Handlung. Ich mache es, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle. Dann geschieht es irgendwo, ohne dass ich es will, ohne dass ich es richtig merke. Ich kann, so denke ich, mit Druck nicht umgehen. Ich führe mal ein Beispiel auf. Ich habe letztens einen sehr, sehr üblen Tag erlebt und abends, um abzuspannen, ein Buch gelesen und wollte umblättern. Und sehe dann auf einmal, dass meine eine Hand ganz blutig ist. Das sahst du auf einmal? War die von alleine blutig oder was? Nee, ich habe da mit der einen Hand, ohne dass ich es merkte, so an dem Fuß herumgemacht, bis die Hand ganz blutig war. Während du ein Buch gelesen hast? Während ich ein Buch gelesen habe. Hast du an den Füßen herumgespielt und ist so blutig verletzt und nichts davon gemerkt? Unter welchem Druck standst du da? Oder was war an dem Tag vorher passiert? Während des Lesens standst du ja nicht unter Druck. Es muss ja vorher was geschehen sein. Ja, es war vorher von der Familie aus, ist da einiges auf mich eingewirkt, wo ich mich unter Druck gesetzt fühlte. Es führt vielleicht jetzt ein bisschen weit, das auszuführen. Ja. Aber sind es Drucksituationen oder kommt es auch hinzu, dass es Stresssituationen sind, wenn du... Wobei, das ist ja ähnlich manchmal. Das ist ähnlich, ja. Ich denke, das ist identisch in dem Moment von der Auswirkung her. Bist du jetzt schon ein bisschen in die Tiefe eingestiegen mit deinem Psychiater, wo die Ursprünge dieser Erkrankung liegen?
Nee, so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben das erstmal so eine Art Bestandsaufnahme gemacht, was alles da abzuarbeiten ist. Und da steht natürlich ganz oben, weil man sagt, ich bin jetzt irgendwo in einer Grenze angelangt. Mhm. Auch, dass ich den Schmerz nicht mehr empfinde, während ich mir die Haut abziehe, wird schon relativ kritisch beurteilt. Mhm. Da hat man schon eine bestimmte Dimension überschritten. Und als nächstes befürchtet man halt, dass ich das Messer weitergehend anwenden könnte oder würde, als mir nur Verletzungen zuzufügen. Das heißt im Klartext, dass du dich eventuell schwerst verletzen könntest oder dich sogar töten könntest. Ja. Mhm. Ohne dass du das eigentlich willst und den Hintergrund weißt, dass es dann einfach passiert. Ja. Mhm. Mhm. Sehr bedenkliche Situation, aber du bist in medizinischen Händen im Moment. Ja, das auf jeden Fall. Hast du eine Beziehung? Hast du eine Frau? Im Moment nicht, nee. Aber hattest du sicher mal? Ja. Mhm. Wie sind denn die Frauen und die Beziehungen, die du hattest, damit umgegangen? Ich habe das in der Regel so verborgen, dass ich die Strümpfe Tag und Nacht anlasse. Ach, ja, aber wenn man doch mit jemandem zusammen ist, irgendwann sieht man es doch irgendwann. Natürlich, irgendwann wird man auch darauf angesprochen. Mhm. Und das sind schon sehr, sehr schwierige Situationen, weil ich selber ja auch gar keine richtige Erklärung dafür habe, warum ich das mache. Das heißt, du hast dich dann auch geschämt dafür. Ich schäme mich jeden Tag dafür. Mhm. Ich schäme mich jedes Mal vor mir selber, wenn ich sehe, was ich gemacht habe. Mhm. Das ist alleine vor mir selber schon ein ganz, ganz fürchterliches Gefühl, weil ich gar nicht verstehe, warum ich das mache. Ja, ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie eine Marionette von irgendeiner Macht, der man ausgeliefert ist und man kann nichts dagegen tun. Ja. Wenn du 10 Jahre die Haut schon abziehst von den Fersen, müssen die Fersen doch eigentlich schon fürchterlich aussehen, sehr vernarbt, oder? Das ist das Erstaunliche. Wenn ich jetzt mal eine Woche oder zwei gar nichts dran mache, würde ich fast behaupten, sieht man so relativ wenig. Ach so, ist das, gar nicht, hat sich das so gut regeneriert? Ja, weil da bildet sich ja doch relativ schnell die Hornhaut und die, denke ich mal, gegenüber anderen Geweben verdeckt viel. Was machst du eigentlich mit dieser Haut, die du großflächig abziehst? Die werfe ich weg, die kommt in den Müll. Mhm. Kann das sein, dass diese Krankheit, das ist ja eine schwere Erkrankung, dass die auch dazu beigetragen hat, dass du vielleicht jetzt keine Partnerin hast oder vielleicht immer wieder doch sehr einsame Zeiten erleben musstest? Nee, ich habe momentan ist meine Situation eigentlich eher die, dass ich leider an Morbus Crohn. Mhm. Und das führt dann auch schon eher zu Vereinsamungen. Also das kommt auch noch dazu, diese Erkrankung, also schwere Darmerkrankung. Ja. Mhm. Also eine doppelte Belastung deinerseits. Hast du auch noch einen Beruf oder bist du Rentner? Ich bin im Moment ohne Beschäftigung, das heißt seit längerem ohne Arbeit, wegen dieser Darmerkrankung. Ja. Und was hast du vorher gemacht? Ich hatte Informatik studiert. Und hattest auch einen guten Job? Nee, das ging eigentlich relativ schnell nach dem Studium mit dem Morbus Crohn los. Und das ist bei mir dann schon etwas heftiger ausgeprägt, die Krankheit. Ja. Ich habe da pro Jahr doch 2 bis 3 Mal einen Schub. Verstehe. Also Willi, da bist du ja wirklich gebeutelt von Krankheiten, von 2 schweren Krankheiten. Bist aber jetzt in guten Händen, habe ich den Eindruck. Zumindest tut sich da was, sodass ich dir jetzt gar kein Gespräch mit meinem Psychologen anbiete. Oder möchtest du es denn noch nutzen? Ja doch, das würde ich schon gut machen. Gut, dann machen wir das natürlich. Mein Psychologe heute Nacht heißt Johannes. Ich wünsche dir, dass du vorankommst in der Arbeit mit deinem Psychiater. Danke. Dass du auf die Gründe stößt und dass er dir und du dir selbst, dass ihr gemeinsam dir helfen könnt. Ich denke, das ist das Hauptproblem, wenn man die Gründe mal erkannt hat. Ja. Fällt es wahrscheinlich leichter, das so etwas abzustellen. Glaube ich auch. Lieber Willi, alles Gute von Herzen. Du legst auf dir. Und Johannes ruft dich gleich an. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Lieben, jetzt machen wir eine ganz, ganz mini kleine Unterbrechung. Ganz gleich. Ich bin sofort wieder da. Und wieder da. Ich muss es euch erklären. Hier in dem Studio ist
ist ein großes Fenster. Und ich mag es nicht, wenn es hier so warm wird in dem Studio. Und habe das Fenster gerade sehr weit aufgemacht. Aber nun ist es doch sehr kalt hier geworden, weil es draußen heftige Minusgrade hat. Dass es mir jetzt hier zu kühl war. Und ich muss das Fenster kurz schließen. So, wen haben wir denn jetzt? Jessica. Jessica ist 21 Jahre. Ich will ja nicht frieren, wenn ich mit euch rede. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian. Um was geht's? Ja, über was unterhalten wir uns? Ja, da müsste ich mal ganz kurz ausholen. Und zwar geht's darum, ich hatte eine Anzeige in einer Zeitung gelesen. Mhm. Und da hieß es dann, suchen interessierte Damen. Interessierte Damen? Ja. Was immer das auch heißen mag. Eben, da habe ich mir gedacht, rufst du da mal an und fragst mal nach. Da du ja eine interessierte Dame bist. Ganz genau. Ja. Und dann hatte man mir am Telefon, also die erste Frage war, hast du einen Computer und hast du Internet? Mhm. Und dann darauf sagte ich dann halt ja. Und ja, dann kam der nette Herr vorbei und erzählte mir, worum es ging. Mhm. Und es geht darum, dass man sich halt vor der Cam präsentiert. Also vor Cam heißt eine kleine Kamera. Zwei. Im Internet. Im Internet. Ja. Ganz genau. Ja. Das heißt, es sind so, wie soll man sagen, Lolita-Cam oder solche Sachen halt. Also, wir wollen gleich Klartext reden. Du sitzt da nicht im Pelzmantel und Nein. liest aus Goethes Faust vor, sondern du, das geht ins Erotische, ne? Ganz genau. Bis hin halt ins Pornografische, ne? Unter anderem, ja. Mhm. Also, ich sitze da zum Beispiel im BH und man sieht mein Gesicht nicht. Man sieht einfach nur mein Dekolleté. Ja. Weil, ich sag mal, bei meinem Dekolleté genug zu sehen ist, ich habe 95E. Aha. Und von daher ist da eigentlich genug zu sehen. Ja, wie, man sieht dein Gesicht wirklich nicht? Das ist ja auch wieder... Nein, also ich hab gesagt, solange, es gibt Stammkunden. Ich sag, wenn der jetzt dreimal reinkommt und fragt, so mal, kann ich auch mal gerne dein Gesicht sehen? Mhm. Das ist kein Problem, da aber mein Gesicht sehen. Mhm. Mhm. Aber beim ersten Mal möchte ich es nicht gleich unbedingt tun. Mhm. Gut, also das war erstmal die Erklärung, um was es da geht. Mhm. Ja. Das ist einfach so, dass da einfach super viele Männer wirklich einfach reinkommen. Die wissen ganz genau... Moment, langsam. Du hast dann gesagt, okay, ich mache es. Ja, ich mache es. Du machst es. Du bist im Moment auch schon dabei. Ja, sicher. Ja, Herr Sicher. Mhm. Wie lange jetzt schon insgesamt? 3 Monate. 3 Monate. Mhm. Mhm. Ja. Erzähl mal weiter, wie die Arbeit jetzt konkret aussieht oder wie sie sich auch entwickelt hat. Es sieht so aus, dass ich halt meine Zeiten mir einteile pro Tag. Mhm. Kannst du diese kleinen Kameras bei dir zu Hause aufstellen oder musst du dafür in ein Studio gehen? Nein, ich habe die bei mir zu Hause. Das im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, ja. Ja, ganz genau, im Wohnzimmer. Und dann loggst du dich irgendwie ein auf die Seite oder wo auch immer und dann geht es. Ganz genau. Mhm. Das heißt, es ist vorne ein Bild zu sehen. Ja. Und ja, das gucken die sich dann halt an und klicken dann drauf. Ja, und dann sehen sie halt, was sie zahlen müssen. Ja. Und sobald das dann passiert, es geht per Lastschrift und all solche Sachen, kommen die dann zu mir und ja, dann unterhält man sich einen Moment. Und wie gesagt, also man kann sich das selber entscheiden. Das heißt, was heißt unterhält? Wie unterhält man sich? Ja, man sagt halt, hallo, wie geht's dir, woher kommst du? Oder also man telefoniert auch noch, oder wie? Man kann auch über 0190er Nummer anrufen. Ach so. Das kann man auch. Mhm. Es gibt halt einfach, die kommen rein und sagen, ich möchte jetzt dein Hintern sehen oder deine... Vagina, halt solche Sachen kommen dann halt ein bisschen anders ausgedrückt, aber halt solche Sachen kommen dann schon. Ja. Können die denn auch mit dir chatten? Ja. Das geht auch. Also entweder über eine 0190er Telefonnummer oder die chatten. Ja. So, jetzt sitzt du ja bestimmt nicht, so hast du es ja gerade angedeutet, nur da und man sieht deinen BH und deine tollen großen Brüste, sondern da passiert dann auch eine Aktion. Du reagierst auf die Wünsche der Männer. Ja, nicht immer, aber manchmal. Also wenn die sagen, bitte zieh deinen BH aus, dann ziehst du ihn aus? Ja. Mhm. Wenn die sagen, dreh dich mal um, drehst du dich um? Nein. Nein? Nein. Weil ich mir einfach denke, nicht wenn er reinkommt und sagt, ich möchte das und das jetzt sehen, mache ich das sofort. Mhm. Weil du ihn länger an der... Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, ich mache das zwar, aber das heißt noch lange nicht, wenn er sagt, er möchte das und das jetzt unbedingt haben, dass ich ihm das jetzt auch unbedingt präsentieren muss, weil ich kann mir das selber aussuchen. Ja, wo ist denn deine Grenze? Wie weit gehst du denn? Also ich sag mal, wenn er schon sagt, ich möchte deine, sag mal, Muschi sehen, würde ich sagen, sage ich meist, nee, also nicht sofort und möchte ich eigentlich auch nicht. Aber es könnte irgendwann dann doch passieren, dass du sie präsentierst. Könnte. Aber dahinter steckt natürlich doch ein Kalkül, je länger du die Männer dran hältst, desto mehr
müssen die zahlen und desto mehr verdienst du doch auch irgendwann. Eben, ja klar. Deswegen verwickelten die man manchmal auch in Gespräche. Ich habe zum Beispiel auch viele Stammkunden, die immer wieder kommen. Die bleiben bis zu einer halben Stunde. Gehst du denn auch so weit, dass du dich auch selbst befriedigen würdest? Nein. Das nicht? Nein. Also da ist definitiv die Grenze. Da ist definitiv die Grenze. Ja. Es gibt ja auch, ich sag mal, verschiedene Bereiche, so wie auch, es gibt auch zum Beispiel Paare. Mhm. Das heißt, da sitzen Paare vor der Cam und dann sagt er halt, ich möchte jetzt sehen, wie du ihm ein, wir verstehen halt, schon, ja. Oder halt, oder macht Geschlechtsverkehr und solche Sachen gibt's halt natürlich auch. Gibt's auch. Aber das machst du nicht. Doch. Wie doch? Ja, das ist ja schon wieder was anderes. Das mache ich ja mit meinem Partner. Ach, da kommt auch noch jemand dazu bei dir ab und an. Ja, mein fester Partner. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass du alleine in deinem Wohnzimmer sitzt. Ich habe einen festen Partner. Aha. Ja, erzähl mal. Ja, dann ist es halt so, dass die halt, was weiß ich, was sehen möchten. Ja, und dann machen wir das halt vor. Ist das denn privat auch dein Partner oder ist das nur dein Geschäftspartner quasi? Nein, das ist mein privater Partner. Das ist dein Freund? Ja, mein Lebensgefährte. Aha. Das heißt, ja gut, da ist nichts Schlimmes dran. Wir haben unser Spaß und die gucken halt und ich verdiene in dem Moment noch Geld. Das heißt also, ihr zieht so richtig so ein Porno, ein Live-Porno ab. Dir gefällt das Wort nicht so, aber letztendlich ist es das ja. Ja gut, wenn du es so haben möchtest, ist das natürlich dann so. Nee, ich möchte es nicht so haben, es ist so. Ja, dann ist es halt so. Wenn ihr vor der Cam Geschlechtsverkehr habt, ist das ein Porno. Ja, dann ist das halt so. Mhm. Und da reagiert ihr dann auch auf die Wünsche mehr oder weniger konkret und direkt der Anrufer oder der Chatter? Ja, jein, sage ich mal, weil ich denke, also wenn du echt in Action bist, dann interessiert es den halt nicht mehr. Ja. Was kostet denn das, wenn man sich da einklingt bei dir? 1,86 Euro. Pro? Minute. Pro Minute? Ja. Verdammt viel Geld, ne? Eben, und ich sag, da kommen Stammkunden, die bleiben bis zur halben Stunde. Ja. Und vor allen Dingen, es ist ja einfach freiwillig von den Männern, diese werden ja nicht dazu gezwungen. Ja, so kann man sehen, ne? Eben, weil, es hört sich jetzt doof an, aber natürlich mache ich damit Geld. Aber die rufen halt nun mal selber an. Das heißt, du würdest sagen, die sind selbst doof genug, das zu machen, also kann man die auch dann eben abzocken. Ja, hört sich jetzt gemein an, ist aber eigentlich. Ja, aber du hast recht, du hast völlig recht. Ja, weil wenn die, vor allen Dingen, wenn ich weiß, das ist 1,86 Euro. Ich bleibe eine halbe Stunde bei ihr. Ja. Das ist manchmal super krass. Jessica, war das denn für dich? Was hast du denn vorher gemacht beruflich? Ich mache eine Ausbildung. Du machst immer noch eine Ausbildung? Ja. Ja. Als was, wenn ich fragen darf? Bitte? Als was, wenn ich fragen darf? Als Kinderpflegerin. Als Kinderpflegerin. Also ein ganz solider Beruf aus einer ganz anderen Branche. Ich gehe morgens arbeiten und nachmittags setze ich mich davor. Und hattest vorher in diesem Gewerbe noch überhaupt gar keine Erfahrung gemacht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War das für dich schwierig, das erste Mal dann vor dieser Kamera zu sitzen? Doch. Glaube ich. Also ich habe gedacht, oh Gott, was machst du denn jetzt? Und wie machst du das jetzt? Schämt man sich da auch ein bisschen? Ja, zu dem Zeitpunkt musst du dann halt sagen, ich möchte gerne jetzt deine Muschel sehen. Dann ist es halt so, dass ich sage, nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Ja, aber eine noch größere Überwindung, stelle ich mir vor, ist es doch dann mit einem Partner und dann sogar mit dem eigenen Freund auch noch vor der Kamera zu schlafen, oder? Eigentlich weniger, weil in dem Moment nimmt man die Kameras ja gar nicht wahr. Vor allem ist es ja nur ein Herr, der da sitzt und das ansieht. Ja. Dann kann man sich ja sowieso denken, was er tut. Ja. Und ich empfinde das nicht so, weil die Kameras sind recht klein und deswegen empfinde ich das eigentlich gar nicht so. Es ist ja auch irgendwie eine irreale Situation. Du bist da in deiner Wohnung, in deinem Zimmer und da steht wahrscheinlich nur so ein kleines Gerät, ne, so ein kleines Gehäuse von Kamera. Und eigentlich bist du ja in deiner Umwelt. Ja. Das ist ja dann schon ein bisschen verrückt, sich das vorzustellen. Das geht jetzt raus, das ist öffentlich und so weiter. Ganz genau. Auf jeden Fall verdienst du gut nebenher und kannst deine Ausbildung finanzieren. Ja, weil ich in der Ausbildung kein Geld bekomme. Oder wenig Geld bekommst. Gar nicht. Wie gar nicht? Eine Ausbildung ohne Geld? Ja, das ist fast nur schulisch. Du machst Praktiken im Kindergarten, ach so, in Heimen. Ach so. Und in der Ausbildung kriegst du definitiv kein Geld. Hast du nicht Angst, dass dich da irgendjemand mal erkennt? Aus dem Verwandtenkreis, Bekanntenkreis? Ja, eigentlich deswegen mache ich es auch ohne Gesicht. Aber ich sag mir, der sich selber darauf einloggt, obwohl ich weiß, wie viele Leute bei mir im Krankenkreis eigentlich Computer haben. Also deswegen sage ich manchmal auch echt ohne Gesicht oder so. Achso, das ist nach wie vor so, dass das Gesicht nie auftaucht. Ich hatte es gerade so verstanden, dass es nur am Anfang so war und es jetzt alles freier ist. Nein, also ich sag mal, meine Stammkunden, die kriegen ab und zu das Gesicht zu sehen, aber auch nur kurz und das war's. Und wenn du mit deinem Freund vor der Kamera schläfst, sieht man sein Gesicht auch nicht. Nee, also wir machen es eigentlich so, dass Gesichter eigentlich gar nicht. Achso, ihr habt so eine feste Einstellung und
Dann läuft das so. Ja, es gibt halt, ich habe schon gehört, es gibt da sogar noch schlimmere Sachen, die sitzen da gleich mit Perücke und Sonnenbrille. Ach so. Aber auch sehr, also, sehr apart ist das sicher dann auch. Ja, ja. Also ich habe gesagt, das Dekolleté kann man gut sehen, weil es ist sehr groß. Ja. Und von daher machen wir das einfach mal erstmal so für einen Anblick. Und also ich höre daraus eine gewisse Begeisterung fast schon. Keinesfalls irgendwie so, dass du sagst, ich bereue es fast, dass ich es angefangen habe und will es wieder aufhören. So hört sich das nicht an bei dir. Nein, weil ich eigentlich in dem Sinne nichts Schlimmes mache. Ich gehe mit keinem ins Bett, ich mache gar nichts, ich sitze einfach nur da. Es ist vollkommen safe, das Ganze. Eben. Ne? Ja. Und ich brauche nur, ich mache auch wirklich nur das, was ich möchte. Das heißt, wenn ich sage, nee, Junge, du bist mir jetzt echt hier zu blöde, tut mir leid, dann such dir eine andere. Wie war die Annonce nochmal? Wir suchen interessierte Frauen, ne? Mhm, genau. So war das. So war das. Ich habe mit einer sehr interessierten Frau gesprochen, nämlich mit Jessica. Danke für den Anruf. Ja, Domian, was ich noch fragen wollte. Bitte. Wie ist es mit dem Autogramm? Geht das? Ja, geht. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, gut, okay. Dann bedanke ich mich, Domian. Tschüss. Mach weiter, du bist klasse. Dankeschön, tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema die Schattenseiten der Pornografie. Sehen wir jetzt gerade so ein bisschen dran gewesen, obwohl Jessica das ja nicht als Schattenseite sieht. Also morgen heißt das Thema die Schattenseiten der Pornografie. Heute nach wie vor freie Themennacht. Ihr könnt uns auch mailen, nämlich unter 1live.domian@wdr.de. Und zu unseren Themen findet ihr auch noch Infos unter domian.de. Jetzt geht's weiter mit Magnus, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Magnus. Dein ja, Thema. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen mal gehört, dass du das Thema schlechthin angesprochen hast in Deutschland. Sprich es nicht aus. Sprich es nicht aus. Ja, ich ahne es ja schon wieder. Und ich dachte mir, das ist endlich mein Thema, zu dem ich auch was beitragen kann. Man kann dem ja fast gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Ja, genau darum ist es. Die Zeitungen sind voll, die Fernsehsendungen sind voll. Ja. Die Leute quatschen darüber. Wie denkst du? Das ist absurd, es hat diesen McDonalds-Effekt. Keiner geht hin, aber jeder guckt es und es sind 15 Millionen Zuschauer. So war es am Samstag, genau. Ja. Hast du es denn auch gesehen am Samstag? Ich muss zugeben, ich gehöre dazu, ja. Aber also, du siehst es auch kritisch, oder wie? Ja, ich sag mal so, wir sind so eine kleine Gruppe, selber eine kleine Band und von daher sehen wir das in erster Linie so ein bisschen unter künstlerischen und technischen Gesichtspunkten. Aber diesen ganzen Hype, der da rumgemacht wird zurzeit, machen wir gar nicht mit. Also wie findest du die Sendung? Die Sendung selber finde ich von der Präsentation her ziemlich okay. Nur was da rumherum passiert, das ist einfach das Schlimme. Und ich sag mal, dass gerade so Leute wie... Was findest du schlimm? Den Kübelberg. Köckelböckel oder wie er heißt? Kübelböck heißt er, glaube ich. Ich finde ihn auch wirklich immer unerträglicher. Ja, vor allem... Ich weiß, die Mädchen und die Fans schlachten mich jetzt wieder. Ich bin ja beschimpft worden vorige Woche, als ich das gesagt habe. Aber ich mag ihn nun mal nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer ihn mag, weil sämtliche Leute, ausnahmslos die Leute, mit denen ich gesprochen habe, keiner kann ihn leiden, aber irgendwo... Ich muss ja sagen, ich finde auch wirklich diese ganze Sendung mittlerweile so grottig. Es ist nur Plastik. Ich fühle mich verarscht dabei. Es ist so viel lackiertes Gelüge. Ich mag es überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Ja, es ist nur eine Geldmaschine. Das kann eine absolute Geldmaschine. Aber wirklich. Ich denke, dass auch an diesen Geschichten mit Knebelverträgen etc., dass da was dran ist. Bin ich sicher, ja. Weil ich denke, die Werbekunden verdienen ja Geld, RTL verdient das Geld, der Herr Bohlen wahrscheinlich auch, aber letzten Endes wird der Künstler da wohl auf der Strecke bleiben. Die kriegen ganz wenig. Das ist ja auch publiziert worden vorige Woche. Das ist minimal. Du bist selbst Musiker und oder spielst in einer Band. Freizeitmäßig. Das natürlich ganz andere Ansprüche als die Leute. Also da sind wirklich Leute bei, die es verdient hätten, denke ich. Das ist absolut so. Aber gerade dieser Daniel nicht. Und ich denke, selbst RTL macht sich da mittlerweile Gedanken, was ist denn wenn? Mhm. Weil ich denke, das wäre für RTL der schlimmste anzunehmende Unfall, wenn dieser... Ach was, dann wird er irgendwo eingebaut in irgendeine Soap oder in irgendeine Comedy-Reihe? Ja, oder der muss ein Album rausbringen mit 12. Ja. Ach Gott, ja, das ist ja auch kein Problem. Irgendwas zusammen zu singen, das könnte ich auch noch. Also das ist nicht die Sache. Ich glaube, ich fragte dich deshalb gerade, ob du selbst Musiker bist. Ich glaube, dass das eine große Provokation ist für alle Leute, die wirklich professionell, die vielen Bands, die richtig gute Musik machen und die ackern und baggern, einen Plattenvertrag zu kriegen, die viel mehr auf dem Kasten haben. Finde ich das, glaube ich, eine große Provokation. Da kommen jetzt irgendwelche Leute und werden aus dem Nichts ganz hoch
hochgepusht, die eigentlich unter Umständen gar nichts zu bieten haben. In dem Fall von Daniel ist es ja nur gesanglich gleich null. Und kriegen die große Chance. Ich glaube, dass das ein großer Affront ist gegenüber vielen Leuten. Das ärgert natürlich absolut, klar. Wobei ich möchte mich niemals auf eine Stufe stellen mit diesen anderen Leuten, die da jetzt momentan noch drin sind, um Längen besser. Und ich fände es auch absolut okay, wenn davon jemand das große Los ziehen würde, wenn es denn dann so ist. Wer ist denn dein Favorit von denen jetzt übrig geblieben? Es sind ja dann nur noch zwei für dich, nämlich die... Ja. Juliette heißt die, ne? Und Alexander, ja. Mhm. Also vom Anspruch her und vom Können her ist es auf jeden Fall die Juliette. Ja. Die hat ja, glaube ich, auch schon Musical-Erfahrung und so weiter. Ja. Die macht da perfekte Sachen. Die hat seit Shows keinen schiefen Ton mehr gesungen, das ist wunderbar. Mhm. Aber ich denke, dass es der Alex werden wird, weil der einfach mehr das Zielpublikum anspricht. Mhm. Halt so die kleinen Mädchen von 14 bis 25 so ungefähr. Weißt du, was ich auch ganz seltsam finde, ist... dass da nur gelackte und glatte Leute bei sind. Der Daniel ist da in gewisser Weise eine gezielt inszenierte Ausnahme, glaube ich. Mhm. Gibt es keine Leute mit vielen Pickeln, die spektakulär gut singen können oder die dick sind oder weiß ich was? Die sind alle wirklich wie aus der Retorte, die da auftreten. Auch ja. Dieser Alexander ist ja völlig glatt gebügelt. Absolut, ne? Ja, aber ich denke mal, das ist das, was die Leute sehen wollen. Nee, ja, das ist immer die Frage, was man den Leuten vorsetzt. Vielleicht würde das Publikum durchaus auch normal aussehende Leute akzeptieren, aber die Medien oder jetzt in diesem Fall diese Sendung präsentiert einem eben nur dieses weichgespülte Zeug, optisch weichgespülte Ambiente letztendlich, rundherum alles betreffend. Ja, nicht nur optisch. Also ich habe jetzt so einen eigenen Begriff geprägt für diese Art von Musik, die dabei rauskommt. Ich nenne das mittlerweile nur seichten Pop-Scheiß. Und das ist wirklich diese Geschichte. Ob es jetzt so Gruppen sind wie Bros ist oder sonst was, das ist echt super oberflächliche Musik. Mhm. Und das ist das, was dabei rauskommt. Da gab es irgendwann auch mal diese super, nee, Popstars hieß es ja damals bei RTL 2. Mhm. Da ist auch einer rausgekommen, Pierre hieß er damals. Hört und sieht man nichts mehr von und so weiter. Ich glaube, dass so Charaktere wie Westernhagen oder ja. wie Grönemeyer, als wenn die jetzt jünger wären, die hätten da überhaupt keine Chance reingenommen zu werden. Ja, hat der Bohlen ja vor ein paar Tagen sogar gesagt. Also wenn Westernhagen und Grönemeyer hier vor der Jury... Hat er gesagt, siehst du? Weil die nicht singen können, aber sie haben es nun mal. Sie haben die Stimme und haben das, ja, auch nicht das Aussehen, absolut nicht. Oder Leute wie Joe Cocker, Phil Collins, grandiose Musiker, ja. sehen aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja, ja. Aber absolut geniale Musiker und die werden auch aufgenommen. Aber das deutsche Publikum, das wird meiner Meinung nach immer anspruchsloser. Egal in welcher Hinsicht das geht, ob es um Fernsehsendungen geht, ob es um Bücher geht und halt auch um solche Geschichten. Ja, man sollte aber nicht das Publikum immer zu sehr beschimpfen. Es ist immer auch eine Frage der Macher, weil die Macher das auch dem Publikum so präsentieren. Ich frage mich ja schon, solange ich in diesem Medium Fernsehen, Radio arbeite, warum sitzt zum Beispiel als Nachrichtensprecher nicht mal ein Behinderter da? Oder jemand, der eine Kontergan-Behinderung hat. Warum geht das nicht? Warum lesen uns nicht auch alte Leute Nachrichten vor? Warum muss das immer alles so perfekt sein? Warum? Ja, ich denke, die Antwort auf die Frage geht ja schon fast so ins Gesellschaftsphilosophische. Absolut, ja, ja. Und mich ärgert es sehr. Die Gesellschaft schreibt vor, wie man auszusehen hat, wer ist die Gesellschaft und so weiter. Ja, ja. Ja. Nein, so. Absolut. Ich denke, es können absolut auch Leute mit irgendwelchen körperlichen Behinderungen, aber es ist nun mal nicht das, was das Publikum sehen möchte. Ach, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Es fehlt einfach der Mut der Macher, so etwas dem Publikum zu präsentieren. Ich glaube, ich würde fast jetzt prognostizieren, dass man zuerst irritiert wäre, letztendlich aber sagen würde, ja, warum eigentlich nicht? Und das würde dazu beitragen, dass zum Beispiel jetzt Behinderte in der Gesellschaft viel mehr akzeptiert würden, dass zum Beispiel auch ältere Leute viel mehr wieder eine Stellung bekämen und nicht nur dieser ganze Jugendlichkeitswahn existieren würde, der immer schlimmer wird in der westlichen Welt und so weiter. Ich glaube, dass das aber als Gag verkumpeln würde fast schon irgendwo. Wenn ein Sender wirklich sagt, wir stellen da mal jemanden hin, der alt ist, der vielleicht behindert ist, ich glaube nicht, dass das gut ankommen würde, weil es wirklich mal eine Initiative ist, sondern weil es eher was ganz anderes. Wir gucken das. Ja, als Gag dürfte es natürlich nicht kommen. Es muss natürlich auch ein Mensch sein, der den professionellen Hintergrund hat. Du wirst, ist es eigentlich jetzt diesen Samstag wieder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Die pausieren gerade. Ich glaube, die pausieren gerade, ja. Aber du bist dabei bis zum Schluss? Ja, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie das dann jetzt am Ende schaffen und was draus wird. Ich bin immer gespannt, ob die das noch steigern. Das war ja mit 14 oder 15 Millionen schon enorm, ne? Richtig. Zuschauer. Aber es sind meistens Frauen, die gucken, habe ich gelesen. Ja, es gibt so eine Analyse. Frauen sei ich berufen, denke ich.
Die anrufen, vielleicht, ja. Ja. Na gut, aber du guckst, du bist, ein Mann und ich gucke es ab und zu auch und bin auch ein Mann. Aber ich rufe nicht an. Deutschland sucht den Superstar, kommentiert von Magnus, 25 Jahre alt. Vielen Dank für deinen Anruf. Herzlichen Glückwunsch noch zur Bundesverdienstkreuz. Dankeschön, Magnus. Muss ich sagen, habe ich einen heilen Respekt vor, was du dir teilweise für Geschichten anhören musst oder Danke. Möchtest. Dankeschön. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich hier den Erkan und Erkan ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Erkan. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe angerufen, und zwar aus dem folgenden Grund. Ich habe einen schweren Unfall gehabt. Ja. Vor 4 Jahren. Was für ein Unfall? Und einen Bungee-Unfall hatte ich gehabt. Ein Bungee-Unfall? Ja. Erzähl mal, was ist da genau passiert? Es ist ein Bungee-Unfall gewesen und zwar nicht gewöhnlich von einem Kran oder Brücke oder sonst was, sondern von einem Helikopter und die Herrschaften, die haben Mist gebaut. Das gibt es von einem dass man von einem Hubschrauber mit einem Seil runter, wir müssen vielleicht nochmal erklären, vielleicht weiß es nicht jeder, was Bungee-Sprung ist. Also man hat dann ein Seil umgebunden, ein gummiartiges Seil. Richtig. Und springt eigentlich von einer Brücke oder von einer Kathedrale oder irgendwo groß, von irgendwo runter, was sehr hoch ist. Und du bist aus einem Hubschrauber gesprungen? Genau. Aus einem fliegenden Hubschrauber? Richtig. Ja klar, was sonst? Mhm. Und erzähl mal dann. Ja, wie gesagt, also aus 500 Metern Höhe und Tieffall beträgt ca. 400 Meter und 100 Meter hat man Spiel zur Erde. Mhm. Ja, und nach dem Auspendeln sollte man normalerweise runterfliegen, langsam aber. Und die Herrschaften, die sind wie verrückt runtergeflogen. Mhm. Und die haben mich aufprallen lassen, bis zum geht nicht mehr. Und ja, wie gesagt. Was heißt aufprallen? Wo bist du aufgeprallt? Auf dem Boden. Auf dem Boden aufgeprallt? Ja. Aber es war schon abgefedert vorher. Ja, natürlich. Das ist abgefedert gewesen, also ausgependelt und ja, und dann sind die Herrschaften, also ich weiß nicht, diejenigen, die unten sind, die haben wahrscheinlich falsche Anweisungen gegeben oder so an den Piloten. Und aber das ist ja Wahnsinn, der Pilot sieht, hat er das nicht gesehen? Nee, also ich würde dem Piloten keine Schuld zuweisen, nur derjenige, der da unten steht, mit einem Funkkontakt zu ihm. Also das hört sich nach einer sehr schweren Verletzung an, war es so? Richtig, ja. Was für eine Verletzung hattest du oder was für Verletzungen? Also mein Knie hat schön ausgesehen, mein Rücken, Zähne hatte ich gebrochen gehabt, die oberen Zähne. Mhm. Und also ich prozessiere schon seit knapp 4 Jahren. Mhm. Wie lange hast du damals im Krankenhaus gelegen? Nicht lange, muss ich ehrlich sagen. Knapp eine Woche, aber ich bin auch aus dem Grund bin rausgegangen und wollte nämlich meinen Job nicht verlieren und das habe ich dann doch noch verloren, letztendlich. Mhm. Weil ich habe einen neuen Job gehabt damals und wollte nicht verlieren. Ja. Bist du denn jetzt so gesundheitlich wieder völlig hergestellt? Ja, also Knie, Rücken und so, Zähne sind zwar okay, aber weshalb ich so jetzt anrufe, sind halt eben die Ängste und Höhenangst und Geschwindigkeit und. Mhm. Beschreib mal, wo machen sich diese Ängste bemerkbar, so im normalen Alltag? Also Flugzeug habe ich auf jeden Fall keine Lust mehr einzusteigen, egal wohin, was ich früher sehr sehr oft geflogen bin. Und wenn ich neben jemandem sitze im Auto, das zum Beispiel, und sobald ich im Fernsehen so eine Szene sehe. Moment, wenn du neben jemandem im Auto sitzt, dann hast du eine Angst? Ja. Wie ist das erklärbar? Ja, sobald er anfängt, also derjenige etwas schneller zu fahren, dann ist es schon, also für mich schon. Also hat es gar nicht mit Höhe unbedingt immer was zu tun, sondern dass du ausgeliefert bist einem anderen Menschen. So ungefähr ist es auch. Mhm. Oder wenn ich so eine Szene sehe im Fernsehen, angenommen plötzlich, keine Ahnung, schwenkt die Kamera nach unten vom Hochhaus oder sonst was. Ja. Und dann muss ich schon, also wie so ein Horrorfilm, muss ich direkt den Kopf umdrehen und. Also es ist schon echt hart. Also ist das schlimmer geworden im Laufe der Jahre danach? Bitte? Ist das schlimmer geworden im Laufe der Jahre jetzt? Also schlimmer, es ist schon schlimm genug gewesen von Anfang an. Nur ich würde sagen, es hat sich nicht gebessert. Ne? Also das war der zweite Sprung von mir. Was das war? Das war der zweite Sprung von mir. Der zweite Sprung. Warum, wenn ich jetzt nochmal, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, warum macht man das überhaupt? Warum hast du das gemacht? Den Sprung? Ja. Das war damals der Kick, würde ich sagen. Ne? Aber wenn ich so überlege, dass man irgend so einer anderen Person irgendwie so
überlassen ist, also so mit seinem Leben und so. Mhm. Und derjenige passt gar nicht auf, also ganz schön hart, finde ich. Super hart, ja. Also dieses ist ja noch härter, was du es beschrieben hast, als wenn man von einer Brücke runterspringt oder von einem Hochhaus. Da ist man nur angewiesen darauf, dass die technische Vorrichtung funktioniert und dass das Seil in Ordnung ist. Aber bei dir war es ja, das Seil musste in Ordnung sein und das Vertrauen, hundertprozentige Vertrauen musste da sein in die anderen Leute, die das in den Piloten und der das von unten delegiert und so weiter. Richtig, also Seil und das ganze Equipment von denen, das hat zwar gestimmt vielleicht, aber auch wenn man irgendwie so eine dumme Anweisung nach oben gibt oder halt ihm nicht sagt langsam oder sonst was. Und wahrscheinlich war das Ganze auch noch sehr teuer. Der Sprung? Ja. Ja, damals hat mich das gekostet 690 Mark, 600, nur der Sprung. 690 Mark, ja sicher, mit dem Hubschrauber nach oben gehen. Richtig. Ja. Für also, circa 10 Sekunden Kick, ja. Wahnsinn. Und das war mein zweiter Sprung, war das. Hast du, dein vierter, hast du nicht gerade gesagt, das wäre der zweite erst? Zweite. Ich verstehe eben, die Leitung ist nicht so gut. Hast du danach dich mal irgendwie beraten lassen, psychologisch? Ja, natürlich. Und? Ich bin psychiatrische Beamtin gewesen und habe einen dicken Gutachten und, aber letztendlich geht es mir nicht besser, würde ich sagen. So, das ist ein Grund, finde ich, dass du ausführlich mit meinem Psychologen jetzt redest. Kein Problem. Ja, der heißt Johannes. Ja. Und ich bin sicher, dass er dir einige Tipps, hilfreiche Tipps geben wird, wie du damit jetzt umgehen könntest, was du auch unternehmen solltest. Das wäre nicht schlecht. Ja, dann legst du bitte auf und der Johannes ruft dich an, Erkan. Kann ich jemanden grüßen schnell? Ja, aber ganz schnell. Kalle, Ati, Sheriff, alles klar. Okay, danke, Domian. Erkan, tschüss. Ciao. Susi, 34 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Hallo Susi. Dein Thema. Ja, direkt. Halt, du machst bitte mal den Fernseher. Ganz leise. Habe ich schon gemacht. Ich hörte mich gerade im Hintergrund. Ja, habe ich gerade gemacht. Okay. Ja, mein Thema ist, ich habe vor ein paar Monaten im November schon mal mit dir gesprochen, wie mein Mann urplötzlich verstorben ist am Virus. Keiner wusste warum und sowieso und habe gedacht, nie wieder würde jemand kommen. Jetzt war ich vor knapp einer Woche im Internet drin, Chats, allererste Mal überhaupt, habe da jemanden kennengelernt, nur am Telefon, erst über den Chat, dann am Telefon und ja, ich weiß nicht, ob es Bumm gemacht hat, seitdem telefonieren wir Tag und Nacht miteinander. Also wir Tag und Nacht, Tag SMS, Nacht telefonieren. Ja, wir rollen die Zeit noch mal ein paar Monate zurück. Im November oder im Oktober ist dein Mann verstorben. November. Im November ist der Mann verstorben. Mhm. Wie alt war er? 36. Und es war sehr mysteriös, ne? Ja, doch, urplötzlich. Urplötzlich, es war nicht abzusehen und er hat einen fremdartigen Virus gehabt. Ob der fremd war, weiß ich nicht. Wir konnten den nicht feststellen. Ja. Also der war nicht feststellbar. Der ging über in eine Lungenentzündung, Herzmuskelentzündung und kam ins Krankenhaus. Im Krankenhaus war es nach 2 Stunden. Ja. Wie alt war er? 36. 36. Mhm. Hattet ihr Kinder? Vier Kinder. Wir haben sie immer noch. Ihr habt sie, ja. Ich meine gemeinsam damals. Ja. Vier Stück, ja. Ja. So, ja, jetzt hast du einen Menschen kennengelernt im Internet. Ja, ich habe mir dann im Laufe des, Februar, letzten Monat einen Computer gekauft. Mhm. Hatte vorher noch nie was damit am Hut. Mhm. Habe mich durch meine älteste Tochter einführen lassen, ein bisschen was Internet, einfach nur so. Wie alt ist die? 16. 16. Mhm. Ja, die kannte sich da schon aus durch Schule und so. Und habe mich da ein bisschen einführen lassen im Internet und war an diesem besagten Tag, am Dienstag, das erste Mal im Internet, alleine im Chat drin. Habe bewusst einen gewissen Channel ausgewählt, weil mein Mann daher auch stammt und wollte mich eigentlich nur ausheulen. Ja. Woher stammte der Mann? Aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland. Mhm. Achso, und das war jetzt so ein Chatraum Rheinland oder was? Genau. Ja. Genau. Ja. Würdest du sagen, dass du verliebt bist? Ich weiß es nicht. Macht es dir Probleme? Ich war jetzt bis jetzt einmal in meinem Leben verliebt und es war mein Mann. Mhm. Den habe ich mit 14 kennengelernt und. Macht dir das ein Problem, weil dein Mann noch gar nicht lange tot ist? Ja. Dass du jetzt denkst, wie gehe ich mit den Gefühlen jetzt um? Da ist jemand, den finde ich ganz nett, aber Er ist schon mehr wie ganz nett, denke ich mal. Also
lieb, mega süß und ich kann es gar nicht sagen. Schon so ein Schmelzgefühl. Aber ihr habt euch noch nicht gesehen? Ich ihn schon auf dem Foto, er mich noch nicht. Ne? Ja, er dich noch nicht. Wohnt er weit von dir weg? Ja, im Rheinland. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst. 500 Kilometer. 500 Kilometer. Sogar so Pi mal Daumen. Ist er denn ungebunden oder hat er eine Freundin, eine Frau? Das ist ungebunden. Ist ungebunden. Sagt er. Und du hast ihn, er weiß auch alles von dir und er weiß auch, was passiert ist voriges Jahr? Ja, alles. Er weiß mehr von mir, als ich von ihm. Ja. Ja, also er weiß vier Kinder und alles, was passiert ist. Und ich habe heute so eine Depressionsphase gehabt, die ich schon lange nicht mehr hatte und habe ihm das ausgeschrieben. Er hat dann gleich angerufen und versucht, mich da rauszuholen. Hat er eigentlich auch geschafft, muss ich sagen. Ja, also, ja. Was hält euch davon ab, zu sagen, wir treffen uns mal? Die Entfernung. Und vier Kinder. Aber er könnte ja zu dir kommen. Ja, schon. Aber weiß nicht, ob das so genau das ist, dass das erste Treffen gleich mit mindestens ein oder zwei Kindern im Wohnzimmer stattfinden sollte. Ja, ja, ja. Gut, es muss ja nicht in deiner Wohnung. Es könnte auch bei dir in der Stadt irgendwo in einem Café oder einer Gaststätte. Ja, ja, klar. Aber ich glaube, du bist auch noch gebremst, weil das würde ja dann noch mehr einen Schritt zum Hin bedeuten. Ne? Und zum Hin nicht unbedingt. Ich meine, ich weiß, ich halte mich schon ein bisschen bedeckt. Das sind gewisse Aussagen, die ich von ihm kriege, die ich im Moment einfach noch nicht treffen kann, ihm gegenüber. Und gut, es wird auch schon über Zukunft geredet. Und ja, ich weiß es einfach nicht. Ich kann nicht zum Beispiel sagen, das Höchste, was ich rausgebracht habe, ist, ich mag dich, ja, aber auch nur das, was ich von ihm weiß. Gut, ich denke mal, das, was ich von ihm weiß, da ist das Aussehen oder was, ist absolut zweitrangig, denke ich mal. Aber ich meine, das ist natürlich doch auch noch ein Thema. Stell dir mal vor, er gefällt dir überhaupt nicht. Ja, ich habe ja ein Bild schon gesehen. Ach, also umgekehrt wäre es dann, wenn du ihm nicht gefällst. Gut, da bin ich eingebildet und denke, das ist nicht so. Ja, es ist halt so. Ja, ich glaube wirklich, dass wenn man gerade so einen Todesfall hinter sich hat und auch noch in der Trauerphase steckt, dass man dann hin und her gerissen ist. Darf ich das? Kann ich das? Was passiert da mit mir? Ja, ich konnte es mir eigentlich nie vorstellen. Ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, dass irgendwann mal jemand kommt, der überhaupt annähernd solche Gefühle in mir wecken könnte. Und schon zehnmal nicht nach so kurzer Zeit. Ja, hast du, wenn du mit ihm redest oder wenn ihr in Kontakt seid, hast du ein schlechtes Gewissen deinem verstorbenen Mann gegenüber? Ach, eher ihm gegenüber, weil ich immer von meinem Mann anfange. Eher ihm gegenüber. Wie geht er denn damit um? Klar, habe ich auch manchmal. Ja, wie geht er damit um, wenn du sehr viel von deinem verstorbenen Mann sprichst? Absolut verständnisvoll, aber wie gesagt, es ist ja nur am Telefon. Und ich weiß nicht, ich höre im Umfeld viel Negatives über die Männerwelt allgemein und da ist man doch ziemlich hin und her gerissen. Ich bin 100% ehrlicher Typ. Ich habe ihm auch gesagt, er weiß so viel von mir und er könnte mir jetzt wirklich so in den Mund reinreden oder in den Kopf reinreden, dass ich ihn absolut toll finde und nachher ist genau das Gegenteil, weil er wirklich absolut alles weiß. Er weiß, was für Musik ich höre, was ich gern höre, was ich gern mag, egal in welcher Hinsicht. Also, verstehe ich es richtig, dass dein momentanes Gefühl eine Unsicherheit ist? Soll ich mich, darf ich mich, kann ich mich darauf einlassen, noch näher darauf einlassen? Gar nicht mal nur deshalb, weil der Mann kürzlich verstorben ist, sondern generell, weil du vorsichtig bist. Nee, eher das mit dem, was passiert ist. Was passiert ist? Ich habe mir nie gedacht, dass ich irgendwann noch einmal lieben kann und jetzt bin ich schon ein Stück davor und nach so kurzer Zeit und das ist, ich war über 20 Jahre mit ihm zusammen, das kann nach 3 Monaten ja nicht schon auf eine Art und Weise weg sein. Ich meine, man kann es ja auch positiv sehen, dass es eigentlich fast ein Glück ist, dass du jetzt jemanden gefunden hast, mit dem du dich schon so gut verstehst, nachdem das Unglück erst noch gar nicht lange von dir entfernt ist. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ein Glück und ein unbändiger Zufall. Ich habe das erste Mal gechattet. Er sagte mir seit einer Ewigkeit, er auch das erste Mal. Man könnte es ja so machen, so Susi, dass, also ich verstehe, kann das gut nachvollziehen.
dass du dir und euch ganz einfach noch mehr Zeit gibst oder dass du ihn auch darum bittest. Das muss ja jetzt nicht so turbomäßig anlaufen, sondern dass ihr ja wirklich noch eine Weile vielleicht auch den Kontakt auf dieser Ebene haltet, wie ihr ihn jetzt habt und ein Treffen vielleicht erst im, weiß ich, für den Sommer anberaumt oder fürs Frühjahr. Ja, das Frühste wäre von meiner Hinsicht Ostern, aber auf die eine Art möchte ich gar nicht so lange warten. Ja, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht. Du bist ja noch unsicher. Und es ist nicht so sehr lange hin mehr bis Ostern. Und wenn ihr wirklich... Das musst du mal ihm sagen. Na gut, aber er wird es ja auch verstehen, deine Situation. Sag ihm ruhig, er hört dich. Und wenn da wirklich eine Substanz ist zwischen euch beiden, wird diese Substanz das mit Sicherheit aushalten, dass ihr euch dann auch erst Ostern seht. Und es ist verbunden mit einer größeren Sicherheit deinerseits, dass es dann richtig ist, sich zu sehen. Ich würde es jetzt auch gar nicht irgendwie sehr forcieren und alles schnell machen und so weiter. Also nur vorsichtig rangehen. Ja, ich finde es generell, muss ich dir sagen, nicht verwerflich, dass du jetzt schon, sage ich mal in Anführungszeichen, eine neue Bekanntschaft hast. Da darf man als Außenstehender sowieso überhaupt gar nicht drüber urteilen. Ich denke, das Umfeld urteilt, aber hundertprozentig. Im Endeffekt ist mir eigentlich ziemlich egal, was die anderen sagen. Letztendlich muss es ja auch egal sein. Du weißt um deine eigene Trauer, die du in dir trägst, die du auch noch sehr lange in dir tragen wirst. Du weißt, wie sehr du deinen Mann geliebt hast und was für eine schöne Zeit ihr hattet. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Ja, aber mit der Trauer, die ich noch immer habe, tue ich ihm ja irgendwo schon weh. Das glaube ich nicht, wenn er wirklich... Doch, habe ich immer. Es ist nicht unbedingt das, was er hören wollte. Wir haben heute Abend schon telefoniert und da ging es mir ja wirklich nicht gut. Und gut, das musst du ihm aber wirklich klar machen. Ja, ich bin ja absolut offen und ehrlich. Also damit muss er klar umgehen. Damit muss er auch noch lange leben. Ja. Und wenn er da anfängt irgendwie, dass ihm das nicht genehm ist, dann ist es nicht der richtige Partner. Das ist halt die Situation, dass du deinen Mann verloren hast. Plötzlich unter tragischen Umständen eigentlich verloren hast. Ja, ich hätte weniger das Problem, wenn es nur eine Trennung gewesen wäre. Dann wäre es halt so. Aber weißt du, das ist vielleicht auch noch wieder ein gutes Argument zu sagen, wir warten mal bis April. Dann kannst du auch noch abtesten, ob er wirklich die Toleranz hat, die du brauchst und die nötig ist für einen Kontakt zwischen euch beiden. Ich bin davon überzeugt, dass er die hat. Ja, gut, aber dann... Also so weiß ich von ihm, ich muss ja immer von ausgehen, dass es wahr, was er mir sagt und wie er ist. Und ich glaube auch nicht, dass man fragt sich dann ja wahrscheinlich auch mal, was würde der Verstorbene dazu sagen? Oh je. Ich glaube letztendlich, dass derjenige, der dich geliebt hat, immer sagen würde, mach, dass du glücklich bist. Oh nee, das glaube ich jetzt wieder nicht von ihm. Ich weiß, er hat mich hier unbändig geliebt, aber er war auch ein tierisch eifersüchtiger Mann, tierisch eifersüchtig. Und irgendwo kann ich es mir nicht vorstellen, dass er so jetzt denken würde. Im Endeffekt muss ich sagen, man kann ja jetzt auch nichts mehr dran. Ja, das ist so. Also man könnte ja, er würde sicher auch nicht verlangen, dass du Zeit deines Lebens alleine bleibst. Ich weiß es nicht, das war ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen hatten. Also Susi, ich würde es langsam angehen lassen. Ich finde den Ostern finde ich einen guten Zeitpunkt, um zu sagen, da treffen wir uns. Das ist nicht mehr so lange hin und beschnuppert euch noch weiter näher bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann wird sich das alles schon ergeben, wo es hinführt. Okay? Ja. Alles Gute und alles Liebe. Ja, super. Tschüss. Tschüss, danke. Wie spreche ich das denn jetzt hier aus? Eileen? Stimmt das? Eileen. Ja, genau. 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe einen Freund seit 2 Jahren und war vor knapp 3/4 Jahr in einer Diskothek und habe dann Mädel kennengelernt. So, ich weiß seit 2 Jahren, dass ich bisexuell bin. Wie weißt du das? Woher weißt du das seit 2 Jahren? Ich weiß nicht. Die Frauen interessieren mich halt auch. Aber es gab kein Erlebnis vor 2 Jahren. Nee. Du hast auch noch keinen Kontakt mit einer Frau gehabt. Nur rumknuschen halt mehr noch nicht. Naja, immerhin. Ja. Und dann habe ich halt jemanden kennengelernt. Und nach einer ganzen Weile, es lief dann auch was. Wir haben miteinander geschlafen und hier und da. Und dann habe ich herausgekriegt, dass es von meinem Freund die Schwester ist. Ach du. Ja. Ach du. Weil sie hat mir ihren Hinternamen verraten gehabt. Und das war mir schon ein bisschen stutzig, weil die beide sich auch etwas ähnlich sehen. Die Augen und die Haare so ein bisschen. Ich so, nein, das kann doch jetzt nicht sein.
Doch, das sind Geschwister. Und mein Freund hat keinen Kontakt zu seinen Eltern. Daher wusste ich nicht, dass er noch eine Schwester hat. Aber ich wusste zwar schon, dass er eine Schwester hat, aber ich wusste nicht, wie er aussieht und so gar nichts. Hat er den Kontakt zu der Schwester? Nee, gar nicht. Mhm. Mhm. Er weiß infolgedessen nichts davon? Nee, sie auch nicht. Mhm. Mhm. Ja, das weiß eigentlich noch keiner. Ich habe es auch erst vor zwei, drei Tagen rausgekriegt. Ja. Ja. Hm. Oh weia. Ja. Aline, es ist gerade was Dummes passiert. Ja, ich weiß, ich sehe. Meine Uhr funktioniert hier nicht richtig und ich dachte, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit. Das tut mir jetzt sehr leid, aber das müssen wir jetzt irgendwie regeln. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. Und beraten das weiter, okay? Ja, okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Annette Bastian und Ove Peterson. Morgen heißt unser Thema die Schattenseiten der Pornografie. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Und um 1 sind wir da hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.